Mikrofon eingestellt? Das Mikrofon ist eingestellt. Okay. Ansonsten wäre es nicht so laut, ja. Okay. Herzlich. Achso, Moment. Jetzt. Wir sind aber eigentlich schon mittendrin. Wir sind schon drauf? Nein. Wir sind schon live, wir sind schon on air. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Doppelpack günstiger mit cremig und. Flauschig. Knusprig. Wir haben es doch vorhin gehabt. Cremig und knusprig. Wir fangen nochmal an. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Doppelpack günstiger mit cremig und knusprig. Ja, da sind wir. Da, aus der Sommerpause zurück. Tommy. Gut in Stimmung. Ein bisschen Farbe hast du bekommen. Komm, lass dich mal richtig knullen hier. So lange nicht gesehen, Tommy. Wir haben uns sehr spontan eine kleine Sommerpause gegönnt, beziehungsweise Tommy hat sie sich gegönnt. Wie, jetzt willst du mir den schwarzen Peter zuschieben? Weil der Tommy war im... Ach, ich krieg die Flasche nicht auf. Ah, jetzt. Weil der Tommy war im Urlaub und war auch gar nicht so wirklich in der Stadt und deswegen konnten wir auch unseren Podcast nicht machen. Ja, was habe ich denn so gemacht? Ja, erzähl mal, was ich gemacht habe. Du hast eine Deutschlandtour wieder so ein bisschen gemacht. Du hast Freunde in Landshut, in Nürnberg, Fürth und besucht und warst dann auch nochmal in Regensburg. Habe ich das richtig? Waren das die? Korrekt. Und was habe ich da so erlebt? Du hast erstmal so deine beste Freundin besucht und ihr wart zusammen auf irgendeiner Baustelle, wart irgendwie noch was essen und Bier trinken. In der einen Stadt warst du, ich glaube, weiß nicht was, Fürth oder Landshut, warst du mit einem Kumpel erst Bier trinken, dann was essen, dann Golf spielen und Bier trinken und in Regensburg hast du einen Kunden von uns besucht und was du in Nürnberg gemacht hast, da hast du auf jeden Fall Schweinsschulter, glaube ich, gegessen. Sehr gut. Was, also... Ja? Nein, das, also die letzte Aussage war komplett falsch, aber das, was du gerade so zusammengetragen hast, ich bin beeindruckt. Du hast mir tatsächlich zugehört, als ich dir vorher schon erzählt habe. Vorhin habe ich noch gedacht, wie langweilig das eigentlich ist, wenn ich erzähle, was ich gemacht habe, obwohl du es eigentlich ja schon weißt. Weil ich das ja dir schon vorher verraten habe. Ich finde, genau. Und deswegen erzähle ich mal, was du so gemacht hast. Was ich gemacht habe? Nee, das erzähle ich ja jetzt. Ach so. Ich dachte, du fragst mich gerade, was ich gemacht habe. Da wir uns 2 Wochen nicht gesehen haben, kann ich mich auch nur ans letzte Wochenende erinnern. Und wie so oft. Und du warst an der Ostsee. Ja. Du hast... Nee, du kannst mir jetzt nicht das Wort klauen. Du warst an der Ostsee, bist Freitagmittag hin, hast schön Proviant gekauft, damit du dich für deinen besten Freund und dich selber gut eindeckst. Und das fandest du schon sehr charmant. Und dann seid ihr in einem Surfcamp gelandet von dem... Moment. Dem Kumpel deines besten Freundes, dessen Frau arbeitet dort auch, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und du hast einfach ein schönes Wochenende am Meer verbracht, hast die Meeresluft geatmet, hast... ich habe gar nicht gefragt, ob du gesurft bist. Aber ich vermute nicht, dass du gesurft bist. Von daher... Moment. Naja, gut. Wirkst irgendwie ein bisschen fitter als sonst. Naja, und das war es denn auch. Ja, also ein Detail war nicht ganz korrekt, aber der große... Welches Detail? Dass die Frau des besten Kumpels von meinem besten Freund auch da arbeitet. Die ist da einfach nur begleitet halt ihren Mann während der Sommermonate, so für ein paar Tage. Ja, du hast mit der Schweineschulter auch verkackt, weil die habe ich in Fürth gegessen. In Nürnberg habe ich eine kleine Stadttour gemacht. Es war eine 50-50 Chance. Und ich wollte eigentlich Fürth sagen. Und ganz wichtig... Du hast vergessen, dass ich Motorrad gefahren bin. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben Motorrad gefahren. Genau. Ach stimmt, das habe ich vergessen. Genau. Also ja. Da wirklich... Aber wie gut wir uns einander zuhören, weil manchmal ist es wirklich so, dass Jeopardy-Melodie bei mir irgendwo anfängt zu spielen, wenn du irgendwas erzählst und dann... Lustig. stundenlang Monologe führst. Aber nein, manchmal höre ich dir auch wirklich zu. Aber erstmal, herzlich willkommen. Das waren nötige... Erinnerungen, die wir jetzt auch nochmal aufleben lassen wollten. Hast du sonst noch irgendwas erlebt in den letzten 4 Wochen? Nö. Ich habe wieder angefangen, Tagebuch zu schreiben. Ach. Ja, das ist schon passiert. Wann hast du das letzte Mal Tagebuch geschrieben?
Das ist, ich benutze ja irgendwie so meinen Blog so ein bisschen als Tagebuch, aber das war irgendwie Anfang des Jahres, als ich den letzten Eintrag veröffentlicht habe. Seitdem habe ich nicht mehr wirklich produktiv gearbeitet in der Hinsicht. Und jetzt habe ich wieder angefangen, Tagebuch zu schreiben, weil einfach so Gedanken aufzuschreiben ist gar nicht mal so schlecht. Und ja, da kann man dann viel verarbeiten. Viel negative Erlebnisse kann man auf jeden Fall verarbeiten. Naja. Ich habe einen Blog. Besucht gerne mal meinen Blog. Ach ja, stimmt. Stimmt, du hast irgendwie deinen Blog neu gemacht. Genau, ich habe meine ursprünglich als Blog gedachte Idee lieber Bergsein als bergheim.de. Klickt jetzt drauf. und habe die aber eigentlich zu einer persönlichen Vorstellung von mir werden lassen, aber auch den eine kleine Blogsparte eingerichtet, wo ich so den ein oder anderen tiefsinnigen oder vielleicht auch mal flachen Gedanken freien Lauf lasse. Wann war der letzte flache Gedanke? Wann war der letzte Eintrag? Ich glaube, mein letzter Blogpost ist, glaube ich, über die Sinnhaftigkeit oder Sinnlosigkeit eines Studiums. Sag mal, hast du da eine extra Facebook-Seite? Weil ich persönlich, ich gucke ja meinen Facebook-Stream nicht mehr an. Also wenn du was veröffentlichen würdest, es würde total an mir vorbeigehen. Dann schicke ich dir das per Mail. Ne, es ist ja nicht so, dass wir eigentlich uns auf Arbeit gegenüber als ob ich dir das nicht ungefähr 1000 Mal aufs Brot schmieren würde. Eben, auf jeden Fall. Sommerpause ist vorbei. Es klingt auch so ein bisschen wehmütig, weil damit halt auch irgendwie der Sommer vorbei ist. Also wir befinden uns gerade in der letzten Augustwoche. Am Freitag ist, glaube ich, schon der 1. September, genau. Da werde ich halt immer so ein bisschen wehmütig, weil, Sommer, der nicht so wirklich hier richtig ankam. Aber ich finde, also auf diese Sommerdiskussion habe ich mich bis vor einer Woche nicht eingelassen. Weil ich finde, der Sommer war eigentlich okay. Zwar, der Juli war schon ein bisschen regnerisch und ein bisschen kacke. Aber so an sich war der April, Mai, Juni, waren die okay, die waren nicht mega heiß. Ich finde, so einen richtig heißen Tag hat man nicht. Doch, schon. Doch, was wir im Büro teilweise auch schon geschissen. Ja, also. Aber ich finde, so in den letzten Jahren war es immer so ein bisschen heißer. Ich meine, ich erinnere dich mal an die 42 Grad am Wochenende, wo ich hier mit Gelomethol gechillt habe. Ja, aber das war dann halt für einen längeren Zeitraum. Das ist halt so, was weiß ich, ein, zwei Wochen am Stück waren, die dann wirklich so 30 Grad plus hatten. Dieses Jahr hatten wir immer mal so zwei, drei Tage am Stück, wo es halt wirklich super heiß war. So. Aber die Temperatursturz zwischendurch, die waren halt immer so. Ja, die waren halt super anstrengend. Und als ich aus Bayern zurückgekommen bin, dachte ich mir nur so, wow. Weil es hat die ganze Zeit hier geregnet in Berlin und in Bayern war Friede, Freude, Sonnenschein. Ja, Bier können sie auch noch gut machen. Ich habe zum ersten Mal gelernt, Bier zu schmecken. Ich kenne hier nur unsere Mainstream-Biere und also dort hat jede kleine Stadt eine Brauerei. Unfassbar. Ja, hier in Berlin entstehen ja immer nur diese Craft-Biere, diese fancy-schmancy. Da kann ich gar nichts anfangen. Ich habe da mal mich drauf eingelassen, aber mir schmeckt es nicht. Also ich habe so meine zwei, drei Biere. Also ich bin eher dann, wenn ich Alkohol trinke, dann eher so Weißwein. Was ist denn dein Lieblingsbier? Hast du ein Lieblingsbier? Wir können Werbung machen. Ich mag halt tatsächlich dieses Augustiner ganz gerne. Und das ist halt ein bayerisches. Also generell mag ich die bayerischen hellen Biere. Diese Vollbiere oder hellen Biere. Die finde ich eigentlich ganz lecker, ja. Und ich? Und du... Du eher, glaube ich, die tschechischen. Ich glaube, so Budweiser, Tisk hier, ich glaube, das magst du ganz gerne, oder? Ist ja nicht so, als hätte ich mir zwei Berliner vorhin entschieden. Ja, du hast mich auch nicht ausreden lassen. Also ich nach Bayern und Tschechien wäre definitiv jetzt Berliner gekommen. Nee, ich bin tatsächlich von der Berliner Fraktion. Jubiläumspilz, auch ganz, ganz groß. Jubi, wie es auch genannt Berliner wird. Berliner schmeckt mir zum Beispiel überhaupt nicht, weil ich habe irgendwie was gegen herbe Biere. Also so auch so Jever und Becks. Mag ich nicht. Und Berliner Pilsen ist mir einfach ein bisschen zu herb. Das sind meine Geschmacksnerven, glaube ich, dahin, weil ich kann dieses herb und würzig und süßlich, ich schmecke das gar nicht. Aber, zum Beispiel, wenn du ein tschechisches Bier trinkst, wie zum Beispiel Tyskie, von dem ich jetzt hoffe, dass es einfach tschechisch ist. Es ist polnisch. Tatsächlich ist es. Ja. Okay. Deswegen ist es auch rot-weiß. Vielleicht nicht deswegen. Wie heißt denn das andere? Budweiser. Und das andere ist
Krusovice. Nee, das ist bestimmt irgendwas Slowakisches oder so. Da gibt es noch ein berühmtes Bier aus Jever. Weiß ich nicht, aber wenn du da dann halt im Gegenzug Jever trinkst, also so Jever und Becks kriege ich. Aber wahrscheinlich habe ich in meiner wilden Jugend, welche feiern war und kein Geld hatte, hat man sich natürlich immer so Bier gekauft an der Bar, im Club. Und da gab es halt meistens, glaube ich, nur Becks Bier. Also damals, anno, weiß ich nicht, war es noch nicht so, dass du hier irgendwie auch selbst im Club verschiedene Biere bekommst. Da gab es eigentlich, glaube ich, immer nur, glaube ich, Berliner oder Becks. Und ja, ich hatte kein Geld für irgendwelche fancy Cocktails und habe mir dann halt immer so ein Becks Bier bestellt. Und wahrscheinlich habe ich diesen Geschmack überall. Also Becks Bier finde ich halt irgendwie, ja, schön. Also wir kommen aus der Sommerpause zurück und unterhalten uns über Bier. Und wir unterhalten uns darüber, wo wir uns gerade befinden. Oh ja. Es ist seltsam, dass du das nicht gleich am Anfang gesagt hast, so betont hast. Ja, ich wollte es eigentlich, ich habe es aber wieder vergessen. Okay. Wir sind heute nicht in meiner Einflugschneise im Wedding. Wir sind heute, Tommy, wo sind wir? Wir sind heute im Friedrichshain. Mhm. Ohne jetzt den genauen Ort zu nennen. Ich würde es so gerne. Remember Weihnachtsspecial. Ja. Nee, wir sind bei mir... sitzen auf meinem Bett. Ich vermute, es ist die kuscheligste und bequemste Folge, die wir jemals gemacht haben. Und da bin ich mir ziemlich sicher. Ist halt so, weil mein Fußboden, auf dem wir immer sitzen, der halt nicht so weich ist. Und tatsächlich, also wir sind bei Tommy zu Hause diesmal. Und da er nicht wirklich viele Sitzgelegenheiten hat, beziehungsweise ich schau mal kurz rüber, er hat eine Couch, die nicht besitzbar ist. Da sind Kissen drauf und ja, aber ein Paket. Da muss man jetzt irgendwie auch erstmal ein paar Sachen beiseite räumen, dass man da sitzen kann. Also deswegen haben wir heute zum ersten und letzten Mal eine reguläre Folge bei mir. Genau, die zweite nach dem Weihnachtsspecial. Die zweite nach dem Weihnachtsspecial, genau. Genau. Ja, wir sind bei Folge 12. 12, genau. Denn nach 11 kommt 12. Oh. Ja. Ja, und rechnen kannst du auch. Schön. Gut, wir haben heute eine besondere Folge, weil wir sprechen über Nötiges und Unnötiges. Also eigentlich wollen Tommy und ich uns heute so ein bisschen darüber unterhalten, was wir im Leben alles so unnötig finden. Als wir das Thema festgelegt hatten, da wussten Tommy und ich nicht so ganz wirklich, wie wir das angehen sollen. Und jetzt kam Tommy mit der Idee, kurz bevor wir den Podcast gestartet haben, so jeder, also er spielt einen Song und die Länge des Songs haben wir Zeit, alle unnötigen Sachen aufzuschreiben oder Sachen aufzuschreiben, die wir als unnötig empfinden. Kurz außerhalb der Kulturklinge, es war von wegen Lisbeth mit Bitch, ein sehr toller Song. Ah, okay, gut, zur Kulturklinge kommen wir später, aber wir haben so, ich weiß nicht, wie viele Sachen hast du auf deinem Zettel? Ich glaube, ich bin bei, ich sag jetzt mal 11. Ich habe 10. Okay, dann wollen wir mal anfangen. Also, es geht um Unnötiges in einem Leben oder in unserem Leben oder was wir für unnötig empfinden. Willst du anfangen, Tommy? Ich kann anfangen. Mhm. Und zwar, das Erste, was ich aufgeschrieben habe, also das Witzige ist, es kann ja total in unterschiedliche Richtungen gehen. Absolut. Ich kann mir vorstellen, dass du irgendwelche, weiß ich nicht, Aussagen dokumentiert hast auf deinem Zettelchen, wobei der relativ kurz ist. Ich habe auf jeden Fall nur meist kurze Begriffe genommen. Und mein erstes, oh, ja. Sirene? Das, was bei mir. Hier, das finde ich zum Beispiel super unnötig. Die scheiß Krankenwagen auf der Warschauer Straße. Was bei mir die genauso Flugzeuge wie die Polizei. Putzilei, wie ich auch gerne sage. Ist dir jetzt auch aufgefallen, zum Beispiel bei mir von meinem Haus fährt ja auch so eine Straße entlang. Und in letzter Zeit. Fährt eine Straße entlang? Es ist eine Straße von meinem Haus. Und in letzter Zeit fällt mir auf, dass ich super oft Sirenen höre. Also es fällt mir seit über einer Woche auf, dass irgendwie unglaublich mehr Sirenen auf der Straße sind. Auch bei mir nachts. Mir fällt es seit 2 Jahren auf. Nee, aber das ist mir noch... Okay, ich habe dich unterbrochen. Erste. Also, mein erstes... Schweiß. Ich hab Schweiß gewählt. Und das Witzige ist, als ich heute Morgen drüber nachgedacht habe, was wir heute für ein Thema haben, wusste ich schon, ich werde direkt Schweiß nehmen. Also Schweiß ist für mich unnötig. Warum brauchen wir denn Schweiß? Schweiß nervt. Wegen Schweiß müssen wir jeden Tag duschen. Also ich jedenfalls. Ja, aber ich meine, vom biologischen Aspekt ist Schweiß halt gut, weil so reguliert ja dein Körper die Temperatur.
Dr. Stefanie, danke für die Erklärung. Du schwitzt ja, damit dein Körper einfach auf deinen 37 oder 36 Grad trotzdem bleibt. Darf ich doch den Schweiß unnötig finden. Ich weiß, aber jetzt sag ich mal so vom Biologischen. Also du findest Schweiß eigentlich total nötig. Nein, ne? Ich finde es auch unnötig, weil zum Beispiel, kennst du das, heute Morgen zum Beispiel hatte ich theoretisch Handwerker bei mir zu Hause von 8 bis 10 Uhr. Findest du unnötig? Nein, Moment, das ist sowieso unnötig, was die da machen wollten. Aber ich habe es vergessen, bin um 9 Uhr dann zur Arbeit los, bin im Büro, Tommy kam etwas später und meinte so, was machst denn du schon hier, hast du nicht Handwerker? Und ich habe es vergessen und in dem Moment habe ich nicht nur gemerkt, wie ich total rot wurde, sondern ich habe auch geschwitzt. Weil in dem Brief stand, sollten Sie nicht zu Hause sein, muss ein Ausweichtermin vereinbart werden. Und der ist mit Kosten verbunden. Und ich dachte so, oh nein, bitte nicht. Hab das aber super schnell geklärt. Und dieser Schweißausbruch war total unnötig, wenn ich einfach mal dran gedacht hätte. Gibt es nicht sogar Menschen, die sich die Schweißdrüsen wegoperieren lassen? Ja. Also, das kann ja auch wiederum nicht gesund sein, auch wenn es unnötig ist zu schwitzen. Ich meine, ich glaube, du kannst dir die so zulasern lassen oder beziehungsweise in eine Achselhöhle. Es gibt ja Leute, die unglaublich viel schwitzen. Die lassen sich, glaube ich, nur eine kleine bestimmte Anzahl an Schweißdrüsen zulöten, lasern, was auch immer. Und aber du kannst ja nicht die komplette Achselhöhle. Ja, aber der Schweiß muss ja trotzdem irgendwo hin. Dann sind halt die Schweißtropfen, der ist ein richtiger Bach. Ich meine, schwitzende Menschen im Sommer sind echt übel. Also, vielleicht sollten wir Dr. Sommer da auch nochmal fragen, wie das am besten macht. Aber in einer U8 oder im Fahrstuhl. Ich meine, manche Leute, ich dachte so, okay, ich nach dem Arbeitstag durfte ich auch nicht mehr so wie ein Blümchen wie am Morgen noch, als ich am Haus gegangen bin. Aber manche Leute, boah, das stimmt. Schweiß ist unnötig. Schweiß riecht, Schweiß ist unangenehm. Genau. Deswegen schwitze ich übrigens auch nicht. Habe ich das eigentlich schon erwähnt? Ich schwitze nicht. Heute in der U-Bahn auf dem Weg zu dir, hast du gesagt so, boah, ist die auch so warm? Ach scheiße, stimmt, im Treppenhaus heute auch. Ja. Naja, egal. So, jetzt bin ich mal gespannt, mit welchem Begriff oder welchem unnötigen Ding du startest. Die Fahrpläne der Deutschen Bahn. Ich hab's am Wochenende schon, also jetzt auch so auf meinem Trip auf Rügen halt gemerkt, eigentlich hatte mein bester Freund, und das ist wirklich sehr charmant von ihm, einen Zug gebucht, wo wir mit dem IC gefahren wären. Wir hatten eine Sitzplatzreservierung, da wäre auch ein Bordbistro gewesen. Aber ich habe gesagt, ich will eine Stunde früher sein, damit ich eine Stunde früher am Meer bin. Das war damit verbunden, dass wir nicht mehr IC gefahren sind, sondern Regionalexpress. Mhm. Und die kommen generell immer zu spät und einfach diese Fahrpläne hauen dann einfach nicht mehr hin, weil du dann einfach hechten musst. Du musst einfach, wenn du angekommen bist, einfach versuchen, diesen Zug noch zu kriegen. Hin oder her, ich meine ganz ehrlich, auch generell deutsche Bahnfahrpläne, also die Verspätung und so, das nervt mich, das ist total unnötig. Also ich bin sehr zufrieden gewesen mit meiner Reise jetzt, die ich gemacht habe. Ja, komm, deine Mutter, ey. Da habe ich echt Glück gehabt. Aber was ich unnötig finde, geht in dieselbe Richtung, sind Fahrplananzeigen beim ZOB. Ich bin noch letztens nach Hannover gefahren und das hatte jeder Bus, hatte 45 bis 60 Minuten Verspätung. Und immer, wenn ich einen Fernbus buche, habe ich Verspätung. Immer. Oft gebe ich mich nicht mit dem Pöbel ab. Manchmal. Dann zückst du deine Bahncard 25 und sagst so, hey, komm, Cash. Kann ich nicht umsonst fahren? Ja. Okay, was ist dein zweiter Punkt? Mein zweiter Punkt. Da war ich mir unschlüssig, ob ich das vielleicht nicht schreibe. Krank sein. Krank sein ist eigentlich ziemlich unnötig. Ja, absolut. Aber es ist jetzt den biologischen Aspekt. Ja. Es ist nötig, weil es gibt hier Warnzeichen deines Körpers, dass irgendwas gerade nicht in Ordnung ist. Genau, und das. Denn ist für mich unnötig irgendwas, was mit meinem Körper nicht in Ordnung ist. Nee, ja. Aber krank sein, also eigentlich ist es unnötig, aber ich finde manchmal, also ich bin selten krank, aber manchmal habe ich so Bock, krank zu sein. Einfach mal so krank sein, einfach mal eine Woche im Bett liegen und nichts tun und auch nichts, und dich auch nicht zu ärgern, dass du nichts tun kannst. Weil es gibt ja so Zeiten, so hast du ja manchmal Urlaub und irgendwie verschieben sich Pläne und dann hast du auf einmal nichts mehr geplant und sitzt zu Hause rum, weil halt alle anderen noch arbeiten. Ist halt auch blöd. Und
Ja, da in der Situation fühlt sich halt null schlecht, weil du bist halt krank. Du darfst nicht zu doll krank sein, weil das ist schon wieder scheiße. Und das wollte ich gerade sagen, so, ich kann mich erinnern, ich hatte irgendwie letztes Jahr irgendwie zweimal wirklich eine fiese Grippe. Und die ersten Tage war der Horror, wenn der Körper einfach noch Fieber hat. Also wenn du Fieber hast, wenn du so krasse Halsschmerzen hast, und du kennst es ja, wenn du diese Kopf- und Gliederschmerzen, die ersten 4 Tage sind einfach nicht geil. Und du kannst es ja auch nicht mal so irgendwie genießen, sondern du liegst halt immer in so einem Wachkoma. Und du kannst ja nicht mal Netflix schauen oder so tolle Sachen, sondern du schläfst irgendwie, du döst halt vor dich hin, dann nimmst du mal eine Hühnerbrühe oder kochst den Tee. Yeah. Aber so richtig krank sein, ja, es ist unnötig, es ist nicht schön. Es ist einfach irgendwie, sag mal, ist ein Alarmanlage. Ey, bei dir im Friesland geht auf jeden Fall mehr ab als bei mir im Berlin. Hier ist richtig Action. Ja. Nee, aber ich finde so, die 2-3 Tage richtig krank sein sind schon scheiße. Wenn es nur ein bisschen weniger krank ist, habe ich aber nach dem 3. Tag keinen Bock mehr auf krank sein. Und dann wird es richtig schlimm, wenn du auch nicht merkst, dass es besser wird. Naja, ich glaube, es ist halt auch dieser Lagerkoller, den du bekommst. Du sitzt zu Hause, du kannst deine Freundin nicht sehen, du bist vielleicht auch, dein Körper ist so geschwächt, du kannst nicht mal einen Spaziergang machen. Du bist an dieses Bett gefesselt und maximal dein Telefon ist irgendwie dein Zugang zur Außenwelt. Und irgendwann hast du auch den Drang, egal, okay, ich will wieder arbeiten gehen, ich will einfach nur wieder unter Menschen. So. Ja. Aber trotzdem, ja, krank sein ist unnötig. So, und jetzt kommen wir zu deinem 2. Online-Dating, absolut unnötig. Weil ich glaube, und klar, Online-Dating habe ich auch mal gemacht, aber ich finde einfach, es ist total unnötig, weil wir uns alle irgendwie mal ein bisschen auf unser Offline-Leben konzentrieren sollten. Also es wäre total unnötig, wenn, und das ist wieder ein Kommunikationsproblem, wenn wir uns alle einfach mal wirklich trauen würden und jemanden auch auf der Straße anzusprechen. Ich meine, Online-Dating hat sich ja auch unter anderem auch da ins Netz verlagert, weil wir auch keine Zeit mehr haben. Wir hängen irgendwie 8 bis 12 Stunden im Büro rum. Schaust in einer Bahn, wo die man treffen könnte, ist eher auf dein Handy. Ja, genau. Und man hat nicht mehr so die Zeit, jeden Abend in der Bar zu verbringen. Viele von uns haben halt Schreibtischberufe in digitalen Fancy-Schmancy-Agenturen. Und wir haben keine Zeit mehr, so irgendwie dann abends noch in die Bar zu gehen und hängen halt nur vom Rechner ab. Und deswegen machen wir Online-Dating. Aber ich finde es halt total unnötig, weil irgendwie, wie oft ich irgendwie schon so einen süßen Typ in der U-Bahn gesehen habe und dachte so, boah, wenn der mal gucken würde. Aber die ganze Zeit gucken die auf ihren Handy. Und warum hast du nicht einfach angesprochen? Bin ich zu schüchtern. Ich bin da, dann bin ich halt wirklich schüchtern, weil dann denke ich so irgendwie, boah, nee. Also ich mag zwar eine große Klappe haben und bin selbstbewusst, aber das kriege ich noch nicht hin. Also ich würde jemanden ansprechen, wenn ich merke, der guckt auch und man merkt so, okay, da besteht jetzt Interesse. Oder man merkt so, okay, gut, der Typ findet dich jetzt nicht ganz so blöd. Dann würde ich auch, glaube ich, zu ihm hingehen und dann irgendwie ein Gespräch mit ihm anfangen. Aber einfach so ein Typ, der die ganze Zeit auf sein Handy starrt, ich finde total süß, habe nochmal nicht mal sein Gesicht richtig gesehen. Und dann anzusprechen, das traue ich mich nicht. Da muss ich, glaube ich, in einem anderen Setting sein oder so. Aber nee. Aber Online-Dating, das finde ich unnötig. Führen wir fort mit dem 3. Begriff. Ja, gut. Können wir ganz kurz abhandeln. Ich habe Techno geschrieben. Stefanie, wollen wir jetzt zu deinem Begriff weitergehen? Ich glaube, wir gehen zu meinem Begriff über. Ich glaube, sonst wird dieser Podcast nie enden und wahrscheinlich dann auch mit einem blauen Auge und einer gebrochenen Nase, aber nicht bei mir. Bei mir sind es die Typen oder die Menschen im Supermarkt, die permanent diesen Warenbandabtrenner zwischen feuern. Also ich mache es zum Beispiel gar nicht. Also wenn vor mir eine Person steht, dann packe ich meine Sachen drauf. So, und dann denke ich so, oh, da ist doch eine Lücke. Machst du den Trenner nie hin? Nö. Also weil ich denke so, Mann, da ist doch eine Lücke. Das wird auch selbst die Kassiererin checken, so dass es nicht mehr zu mir gehört. Und dann einfach diese Menschen, die dann kommen, den Warentrenner nehmen mit Schwung dazwischen und dich dann auch angucken. So nach dem Motto, und du sagst, und dann habe ich gesagt, so muss ich mich jetzt dafür bedanken. Aber ich mache das generell nicht, auch nach mir so, weil ich denke so irgendwie, ey, jeder Mensch muss doch intelligent sein, da eine Lücke zu lassen.
Und die Kassiererin muss doch auch so... Ja, aber manchmal machst du ja auch automatisch bei dir selber Lücken, sodass der Kassierer wiederum verwirrt sein könnte und dann falsch einscannt. Zack, muss der Chef und die Kasse Dann sollen die entsprechend Schulungen machen, keine Ahnung. Die Lücken von 10 cm sehen... Oh Mann, wir haben jetzt schon Shitstorm von allen Supermarktverkäufern. Okay, gut, von daher, was ist dein... Mein nächstes? Sellerie. Ich finde Sellerie super unnötig. Stangen oder Staudensellerie? Stangen oder Stauden? Nee, beide. Es gibt diese Wurzel. Es gibt diese Wurzel, die macht man gerne in Suppen. Und die Stangensellerie, das ist das, was du auf WG-Partys mit Dips immer findest, wo in der Küche dann das Buffet ist und ja, sind dann immer Stangen. Okay, okay, ich hab beides. Finde ich beides wirklich unnötig. Okay. Richtig kacke. Ich mag ja, ich habe mal gehört von Stangensellerie, das ist das einzige Lebensmittel, was du zu dir nimmst, wo du beim Essen mehr Kalorien verbrennst, als du zu dir nimmst, weil du einfach so ewig drauf kaust. Habe ich mal gehört. Erzähl das mal mit dem Cheeseburger. Okay, gut, dann soll ich zum nächsten kommen? Wenn du so fragst, klar. Ja. Der letzte Schnaps am Ende eines Abends in der Bar. Der ist unnötig. Also das ist so, wenn man halt wirklich den ganzen Abend so schön bei Wein und Bier zusammen saß und dann sagt so, komm, eine letzte Runde Shots, bricht mir immer das Genick. Am nächsten Morgen weißt du, nein, du hättest es nicht tun sollen. Aber dennoch vielleicht ein Mexikaner zum Schluss. Oh, weil der Mexikaner brennt dann nochmal so richtig durch, dann spürst du auf dem Nachhauseweg. Oder wenn der Kellner kommt, so hier kommt, ich gebe euch noch eine Runde Shots aus, so, ne? Nee, Fehler. Es ist halt unnötig und es ist immer genau das, was du am nächsten Morgen, wenn du auch was bereuen würdest. Das letzte Bier war schlecht. Das ist unnötig. Nächster Punkt bei dir? Ich würde es kombinieren, Wind und Nieselregen. Eigentlich genau in dieser Kombination. Okay. In dieser Kombination Wind und Nieselregen ist das Schlimmste. Wind und normaler Regen? Das ist ein bisschen geil. Nein, aber das ist tatsächlich, weißt du, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Das ist einfach so, aber das ist so eklig, wenn dieser Niesel runterkommt und ja, mit dem Wind du gar nicht merkst, wie du nass wirst. Ja. Stimmt. Das wird halt auch zwangsläufig jetzt im Oktober. Genau, genau deswegen ist es mir eingefallen. Hol dir noch ein gutes Mützchen. Ja. Okay, kommen wir mal zu meinem nächsten Punkt, und das ist zwar die Hutablage in Doppelstock-Regionalzügen. Es gibt ja diese Doppelstock-Regionalexpresse, und in dem oberen Teil, ich weiß nicht, ob es unten ist, da ist mir jetzt wieder am Wochenende aufgefallen, gibt es eine Hutablage, beziehungsweise es ist einfach nur eine Hutablage, weil eigentlich soll es eine Gepäckablage sein, aber da passt nichts drauf, außer ein Hut oder vielleicht ein Jutebeutel, der gefüllt ist mit Proviant und Joghurt. Joghurt und ein bisschen Tabak. Weil beziehungsweise mein bester Freund hat, ja okay, jetzt Namen ist es raus. Irgendwie so einen Koffer dabei und ich hatte eine riesen Reisentasche, wie steigen ins Zug ein und stehen vor dieser Gepäckablage und jetzt so, das ist so unnötig, das ist das Dümmste, was jemals konzipiert wurde, weil wir sind dann ab Neustrelitz so wirklich in diesen ganz normalen Regionalzügen gefahren und da haben dann auch unsere Koffer und unsere Reisetaschen oben drauf gepasst. Also das ist nur eine Hutablage in den Zeiten, wo einfach kaum jemand einen Hut trägt, einen Regionalexpress zu bauen, wo die Reisetaschen nicht auf die Gepäckablage passen. Das ist unnötig. Punkt. So. Ich habe noch was Tiefsinniges, das möchte ich aber glaube ich erst am Ende sagen. Okay. Ich habe noch was Flaches und das folgt jetzt, und zwar sind das wachsende Zehennägel. Das klingt bescheuert, also ist Biolog, aber verdammt klug. Jetzt hör auf mit dem Biologen. Stimmt, ich bin die ganze Zeit eigentlich bei biologischen Schaus. Ich wollte gerade sagen, mit Gesundheitsthemen hast du es so, ne? So mit Gesundheits- und Körperthemen? Tommy. Ja, das sind meine Zehennägel und meine allgemeine Gesundheit ist mir sehr wichtig. Du wirst lachen, ich habe sogar Kopfschmerzen aufgeschrieben, aber das werde ich nicht mehr heute... Aber doch, lass uns das... Aber Zehennägelwachstum. Okay. Also steht hier Zehennägelwachstum. Es ist doch eigentlich Bullshit. Aus biologischen... kannst du dir jetzt klemmen. Okay, das kann ich weglassen. Aber ich meine bei Haarwachstum verstehe ich...
Knochenwachstum. Also, aber ich meine, Nägel. Ich finde es teilweise auch wirklich meditativ, mir die Zehennägel zu schneiden. Sorry, es geht jetzt wirklich so sehr persönlich. Aber ich finde das irgendwie so schön, so leicht meditativ und so. Und auch die Nägel lackieren. Ich will jetzt hier nicht den Eindruck erwecken, dass ich mir nicht meine Zehennägel schneide. Das knirscht immer so auf dem Parkett bei dir hier zu Hause. Du bist das. Ich dachte, ihr habt schon so ein kleines Hausschwein. Nee, ich bin's. Okay. Ja. Wenn es für dich meditativ ist, für mich ist es null. Okay, du kannst, ja, es ist halt so... Es ist halt immer... Kommst du nicht an deine Füße ran, oder was? Ja, die sind halt... Meine Beine sind so lang, dass ich immer große Probleme habe, meine Zehennägel zu erreichen. Gut, dann machen wir mal meinen. Nächster Punkt wäre Plastikverpackung. Oh ja, das stimmt. Ich war letztens wirklich im Supermarkt, weil bei mir im Wedding ist halt irgendwie nicht wirklich mal so ein Bio-Supermarkt oder auch ganz geschweigen von anderen Fancy-Schmancy-Supermärkten. Und wenn du da Tomaten kaufst, die liegen halt in so einer Pappschale und nochmal eingeschweißt mit Plastik. Und immer wenn ich vom Einkauf nach Hause komme und dann einfach mein Obst und mein Gemüse wirklich auspacke, landet einfach mal eine ganz, ganz große Menge an Pappe und Plastik wirklich in meinem Mülleimer. Und ich meine, ich kaufe halt immer sehr viel Obst und Gemüse und mache jetzt auch einfach schon so, dass ich halt so lose Obststücke wie Äpfel oder Orangen nicht mehr in die Tüte packe, sondern einzeln, weil ich denke so, diese Tüten sind, obwohl man kann sie sehr gut für den Toiletteneimer verwenden, das ist immer ganz gut. Aber so, wenn du halt mal wirklich Tomaten kaufst oder, also so Plastikverpackung, teilweise hat das Überhand genommen, weil entweder kaufe ich zu viel Obst oder Gemüse und das mir so auffällt, aber es ist unglaublich, wie Obst und Gemüse eingeschweißt wird und was da echt für Plastik ist. Ja, vor allem, genau, du holst irgendwelche Bioprodukte, die sind aber schön in einer Plastiktüte. Genau, weißt du... Plastik oder Plastik? Kurze Zwischenfrage. Ich glaube, du kannst beides sagen. Nee, was du sagst. Wie Plastik. Als Ossis? Ich sag Plastik. Echt? Ja. Ich sag Plastik. Ja, du bist ja auch mehr Ossi als ich. Du wohnst ja auch, du kommst ja auch aus dem Rand Berlin. Ich wohne nicht ganz so Rand Berlin. Oder kommt da? Ich wohne eher Rand Brandenburg. Genau. Du wohnst eher Rand Berlin. Genau, deswegen sage ich Wohntest. Plastik und du Plastik. Plastik. Nein, aber genau, das ist halt die Krux. So, im Winter liegt da im Supermarkt irgendwie grüner Spargel, Biospargel aus Peru, eingeschweißt in so viel Plastik, wo ich denke so, wo ist da bitte noch Bio dran? Also das nervt mich wirklich, Plastikverpackung. Wenn man jetzt nicht wirklich so einen Supermarkt wie Original Unverpackt in seiner Nähe hat, ist man da auch wirklich aufgeschmissen. Also am Samstag fahre ich halt tatsächlich aufgrund meiner Frau halt nicht irgendwie in die Stadt rein, um einzukaufen, sondern ich suche mir halt den nächsten Supermarkt um die Ecke. Mhm. Und da ist halt sehr viel in Plastik eingeschweißt und das nervt mich wirklich. Also weil ich glaube, den normalen Müll habe ich gar nicht so viel, aber ich habe immer unglaublich viel Müll für die gelbe Tonne. Also so viel, also Verpackung halt. Oder wenn du halt irgendwie was geliefert bekommst in einem Paket, so weißt du, ich habe mir letztens Parfüm bestellt, ist eine riesen Verpackung, so weißt du, das ist so eine kleine Flasche und ich denke mir so, ey Leute, warum müsst ihr so große Pakete nehmen? Hm. Dein nächster Punkt? Mein nächster Punkt. Ich habe Boxen aufgeschrieben. Boxen finde ich super unnötig. Ja, und also, das schreibe ich sofort. Also Boxen, weißt du, die hauen sich nur die ganze Zeit auf die Nuss. Ist aber leider auch ein bisschen geil. Unnötig nötig? Ja, tatsächlich so unnötig nötig. Ich kenne mich mit Boxen auch nur so weit aus, dass ich halt weiß, wenn da einer umkippt, ist das Spiel verloren. Aber an sich finde ich Boxen einfach... cool, aber gleichzeitig super unnötig. Ganz ehrlich, wie kann man sich denn bewusst die Birne wegballern lassen? Ja. Ich kann mich noch an Axel Schulz erinnern, kannst du dich daran erinnern? Der hat ein Comeback gegeben und hat sich dann für eine Million oder was weiß ich nochmal einen Ring gestellt und der wäre fast umgekommen. Weil ja, ich das muss doch so einfach wehtun, aber ich habe halt generell so eine niedrige Schmerzgrenze. Das tut doch weh. Boxen ist eine Sportart, die kann ich, ähnlich wie Curling, sorry. Stellst du gerade Boxen und Curling auf eine Stufe? Nein, aber es gibt so unnötige Sportarten, Sportarten, die aus meiner Sicht total unnötig sind. Wir wollen ja nicht so pauschalisieren, aber ich finde einfach Sportarten wie Boxen oder Curling
total unnötig. Auch Golf finde ich, ich weiß nicht, ich kann mit Golf auch wenig anfangen. Aber wahrscheinlich habe ich es noch nicht probiert und meine Meinung würde sich ändern, wenn ich es mal aus... Lass uns mal Minigolf spielen, eben, Tommy. Sehr gerne. Aber ich versuche jetzt gerade mal ein bisschen zu selektieren. Ich würde gerne ein paar Sachen, glaube ich, überspringen, weil sonst haben wir nicht mehr so viel Zeit für die restlichen Sachen. Ich habe noch aufgeschrieben, blonde Strähnchen bei Männern. Unnötig. Was soll das jetzt heißen? Naja, Strähnchen habe ich ja nicht, oder? Doch, nee, ich meine blonde Strähnchen. Also Männer, die sich beim Friseur blonde Strähnchen machen. Unnötig. Also die sich halt so, so hast du mal geguckt, wie Neymar aussieht? Ich meine, der verdient Millionen und hat einfach... Oh, diese Locke, die Locke, die so runterhängt am Nacken. Kennst ja, du die noch? Also wo nur ein, so ein langer... Die kenne ich nicht, aber ich habe gesehen, ich glaube, der hat auch so blonde Strähnchen. Keine Ahnung, aber das ist total unnötig. Also Männer, die sich blonde Strähnchen machen... Finde ich unnötig. Also ich finde das unnötig. Nicht, dass ich die Männer unnötig finde. Ich finde es auch super unnötig. Liegt aber auch daran, dass ich halt so güldenblond bin. Genau. Stimmt. Ja. Gut, das wäre mein Punkt. Und jetzt würde ich sagen, macht jeder noch... Ich habe nur noch eins. Du hast noch eins? Also ich würde... Achso, nee, ich hab ein schnelles und ein... Also ich hätte jetzt nur noch eins. Von daher fang du an. Gewinnspiel-TV-Kanäle. Genauso wie Wetter-TV-Kanäle, wo du einfach nur siehst, wie das Wetter in den Alpen ist. Was meinst du, Gewinnspiel? Also wo naja, man anrufen muss und hier dann irgendwie... finden sie fünf Begriffe mit Käse, zum Beispiel. Oder so. Und die Lösung wäre Käsespielzeug oder was ja, weiß ich. Genau. Ach so, die, wo laufen die immer nicht nur nachts? Nee, die, da gibt es auch tagsüber, glaube ich, welche. Also sowas wie die Home-Shopping-Kanäle, haben wir auch wirklich eigene Kanäle für diese Gewinnspiele? Ja. Also... Es und gibt auf jeden Fall Kanäle, wo das im Tagesprogramm zum Standard kommt. Und die Quote stimmt? Sie muss ja stimmen. Ja, ansonsten wird es ja nicht geben. Genauso wie es mich wundert, dass es diese Diamanten-Shopping-Kanäle gibt. Du, oder die Home-Shopping-Kanäle, also die sind ja wirklich, das sind ja wirklich, inzwischen habe ich auch wirklich gelernt, 1A-Produkte. Das sind wirklich gute Produkte. Und, du bist jetzt im Home-Shopping-Zeitalter angekommen? Es gibt halt diesen Slicer-Dicer oder Nicer-Dicer. Slicer-Dicer. Nicer-Dicer. Und unsere liebe Kollegin Julia hat mir erzählt, dass sie sich das halt von schenken lassen. Und sie meinte, das ist super begeistert. Davon, die Qualität ist super. Slicer, Dicer. Keine Ahnung. Okay, ich habe noch ein... Nee, das... Ach ja, ich habe noch ein Thema. Streits. Absolut unnötig. Nö. Finde ich nicht. Weil ohne Streits... Aber ist doch alles viel zu... Wenn wir aber ein bisschen mehr kommunizieren würden und jeder seine Bedürfnisse und Wünsche mal mehr äußern würde und das nicht immer alles runterschlucken würde. Also ich meine, diese Streits sind ja meistens immer nur... eine Form von, weil vorher irgendwie was nicht gesagt wurde, das hat sich dann irgendwie hochgekocht wie oder hat es so festgesetzt wie ein Magengeschwür und das endet ja sozusagen in einem Streit. Aber wenn man vorher ein bisschen... Aber wenn man sich immer alles sagt, ist man sich ja nicht immer einer Meinung. Und es ist doch zwangsläufig, dass es dann irgendwann zu einer Art Streit kommt. Das ist ein Disput. Dann kommt es zu einem Disput. Zur Diskussion. Aber so einen richtigen Streit, so mit Teller werfen und Gläser werfen oder so, kein richtig handfester Streit. Ja gut, das ist jetzt eine andere Art von Streit, die du jetzt vor dir siehst. Ich war jetzt beim rein verbalen Streit. Ja, aber das, also Streit ist bei mir immer mit Kreischen hysterisch werden und Dings verbunden. Aber ich glaube, wenn man vorher so ja, weiß nicht. Jetzt sich mal einmal kurz die Meinung sagen. Ich hatte nur ein Zombies Bettzeit, mir aufzurennen. Das ist mein letzter Punkt, Tommy. Hast du noch was? Ja, dieses, wenn du irgendwie dich streitest und dann sagst, gestern hast du aber, Punkt, Punkt, Punkt. Wo ich mir dann denke, ja, dann hättest du es doch gestern gesagt. Und das meine ich doch gerade mit Streit sind vermeidbar, wenn man das einfach früher angesprochen hätte. Das bestätigt so gerade meine Theorie, die wir besprochen haben. Zum Streit ist es gekommen, weil die besagte Person in deinem Szenario jetzt einen Tag vorher einfach das nicht angesprochen hat. Und dann ist es zum Streit gekommen. Also das, was du jetzt so gerade beschrieben hast. Du hast recht, aber ich finde, es kann ja auch Streits aus anderen... Also in dem Fall ja, aber es kann ja auch Streits einfach aus der Situation heraus entstehen. Kann ja sein, dass man schlagartig komplett der unterschiedlichen Meinung also ist. Oder ich wollte asiatisch essen gehen und er irgendwie, keine Ahnung, chinesisch. Und ja, ich hab Bock auf Indisch und sie hat Bock auf Italienisch. Aber das ist so ein Streit, das ist ja nicht gleich. Dann hast du gesagt, na doch, ich glaube, da gibt es sehr viele Beziehungskrisen. Ich glaube, wir sollten mal eine Podcast-Folge zum Thema Streit machen. Ich glaube, das hat Potenzial.
Ja, vielleicht streiten wir uns ja dann auch. Nee, Tommy, wir können uns nicht streiten. Wir lösen halt auch immer gleich. Oh doch, wir können. Und das ja, weißt du ganz können, genau. Wir können uns streiten, aber wir vertragen uns halt immer. Das und nach jedem Streit gehen wir immer auseinander, nicht ohne uns vorher umarmt zu haben. Hm. Ja, jetzt ist es auch raus. Das haben wir schon mal gesagt. Ja. Okay, gut. Das waren unsere Listen. Ist spannend auf jeden Fall. Du hast irgendwie einen kleinen gesundheitlichen Knick. Das ist ja auch okay. Mhm. Und du... Eine unleserliche Handschrift, ja. Das ging so. Ich wusste nicht, wie lange das jetzt schon geht. Deswegen habe ich alles... Ich hatte noch aufgeschrieben, Oreo-Kekse in verschiedenen Sorten. Macht echt? Keinen Sinn, weil die eine Sorte ist geil. Dann kommt jetzt erst die Knaller? Nein, das war halt irgendwie... Ich habe letztens eine Doku gesehen oder irgendwie so ein Bild. So. Es gibt in Amerika Oreo-Kekse in 30 verschiedenen Sorten. Und ich sage so, ey Leute... Die eine ist gut, bleib doch dabei. So, ne? Dann habe ich noch WhatsApp aufgeschrieben. WhatsApp okay. Ist total unnötig. Weil ich glaube, das war so ein bisschen der Datenschutzpolitik, der in mir durchkam. So nach dem Motto, Leute, scheiß auf WhatsApp, so kommt einfach mal klar drauf, dass dieser Messenger einfach nicht okay ist. Und nee, das war's. Das waren die zwei Sachen, die ich nicht gesagt habe. Oreo-Kekse und WhatsApp. Die werden bei mir noch. Blonde Strähnchen ist bei mir noch hängen geblieben. Genau. So als dein Highlight. Ja. Wenn ich schon den gesundheitlichen... Aber ich finde, wir hatten... Mit bei Optik? Nee, Optik ist auch nicht so deine... DB-Fahrpläne? Nee, ich glaube, ich bin eher so pragmatische Dinge wie DB, also Fahrpläne der Deutschen Bahn, Hutablage regional, ich rede, aber das war sehr präsent. Warenbandabtrenner, ich glaube, ich denke ja, sehr... Ja, du bist sehr materiell. Ich versuche eher so meinen Alltag zu optimieren. Und eine Hutablage in einem Regionalexpress, wenn Menschen keine Hüte mehr tragen, aber Koffer dabei bei sich haben... Das finde ich halt einfach unnötig. Gut, Tommy. Oh, sie kommt angeklingelt. Ja, da ist sie. Unsere heißgeliebte, viel zitierte Kulturklingel. Ich mache mir mal kurz eine Cola auf. Ja, mach das. Ja, ich übernehme wieder den musikalischen Part in dieser Woche. Ja. Ich möchte als Tipp... Diesmal keine neue Band, sondern, also keine Newcomer-Band, sondern den Song Sommer 89 von Ketka. Denn cool. Ketka ist wieder zurück. Du hast ihn von auch schon mal gehört, glaube ich. Ja. Du fandest ihn auch nicht so schlecht. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es so ein bisschen Sprechgesang am Anfang ist. Und auch inhaltlich geht es ja um DDR-Flucht. Und das ist mal was ganz anderes. Und ja, Wahnsinnshook. Hört einfach mal rein. Wie heißt das neue Album? Ich versus wir, aber ich glaube, es kommt erst im September, Oktober. Wie heißt die neue Single? Sommer 89. Sommer 89, okay. Ketka, das verbinde ich ganz viel so mit dieser Hamburg, und nicht Hamburger Schule, kann man da schon nicht mehr sagen, aber... Na doch, klar, Hamburger Schule. Ja. Mit was verbindest du das? Ja, Hamburger Schule. Morgen! Ich denke an meine Jugend. Das war so in den 2000ern, war das so die Band, die mich so begleitet hat. Auf jeden Fall. Weißt du, Tomte ist ja auch so da aus dem Bereich. Hansen Band, kennt man vielleicht nicht so, aber da war Jürgen Vogel zum Beispiel dabei. Mhm. Sportfreunde Stille halt, die Klassiker. Die Sportfreunde Stille ist nicht Hamburger Schule, die kam aus Bayern. Ich weiß, aber ich meine nicht nur Hamburger Schule, sondern die Musik, die mich begleitet hat. Damals. Sag das doch. Okay, gut. Ich habe heute mal ein etwas außergewöhnliches oder ungewöhnliches Thema für die Kulturklingel. Und zwar habe ich mir letztens, weil ich diese Art von Filmen überhaupt noch nicht gesehen habe, einfach mal ein paar Filme von Alfred Hitchcock zu Gemüte geführt. Mm. Ist ja natürlich ein Meister von meinem Herrn. Also ich bin jetzt nicht wirklich filmbewandert oder sein Werk ist ja auch wirklich so ausschlaggebend und jeder kennt ihn. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nie Filme von ihm geschaut. Wirklich. Deswegen hatte ich mich jetzt vor kurzem mal so hingesetzt und einzelne Filme geschaut. Unter anderem Die Vögel, Das Fenster zum Hof und Der unsichtbare Dritte. Und dann glaube ich noch eins, aber das fällt mir gerade nicht ein. Und war sehr, sehr begeistert, so dass ich denke, so ich brauche jetzt so diese Hitchcock Classics irgendwie nochmal so. Es war abgefahren, weil ich gucke nicht oft Filme, aber
Und so Klassiker eigentlich auch schon gar nicht. Aber ich glaube, der erste Film, den ich geschaut habe, waren Die Vögel. Und es hat mich schon sehr beeindruckt. Also die Technik dahinter, natürlich ist man jetzt so ein bisschen verwöhnt durchs Auge, weil alles so digitalisiert ist und alles irgendwie am Computer gemacht wird. Aber, sag ich mal, der Zeit entsprechend, in der dieser Film entstanden ist, Die Vögel, war das schon echt großartig und hatte auch wirklich einen komischen Gruselfaktor. Und dann noch natürlich Psycho. Psycho hatte ich schon tatsächlich mal gesehen. Der war auch wirklich sehr gut. Aber mein absoluter Lieblingsfilm ist halt Das Fenster zum Hof. Finde ich persönlich, weil es hat so eine Art von so einem Kammerspiel. Das Fenster zum Hof finde ich wirklich großartig, weil natürlich auch Grace Kelly damit da spielt und sie in diesem Film auch so wunderschön ist und auch wirklich unglaublich brilliert. Aber Das Fenster zum Hof fand ich halt auch so vom Spannungsfaktor. Es geht ja da auch so ein bisschen so geheimnisvoll, Mord, keine Ahnung, so ein kleiner Krimi ist das. Hat mich echt mitgenommen. Und Der unsichtbare Dritte, auch ein toller Film, auch wenn ich irgendwann eingeschlafen bin, weil er sehr lange gedauert hat. Aber ich glaube, ich werde mich jetzt vermehrt so ein bisschen Klassikern widmen. Das, kann ich ja gar nicht. Ich kann diese alten Filme nicht sehen. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich brauche sogar mindestens HD. Es ist natürlich die Qualität so. Aber ich meine, die Story dahinter und Hitchcock ist einfach ein begnadeter Geschichtenerzähler, zumal er auch in jedem seiner Filme, glaube ich, als Cameo immer so auftritt. Ach, echt? Ja, ich glaube, in seinen etwas späteren Werken war das so. Wie gesagt, ich bin da kein Filmkenner und kann es nicht sagen, aber die Filme, die ich geschaut habe, da hat er auf jeden Fall immer so einen kleinen Auftritt gehabt. Und er war ja auch so wirklich ein Vorreiter seiner Zeit. Also er hat auch so Filmeffekte genutzt, die vorher auch so keiner kannte. Und ich glaube, also ich meine, man kennt ja auch so, was für Weihnachten so zum Beispiel im Fernsehen läuft, so Ben Hur und so, einfach diese ganzen Epen an Filmen, habe ich auch nie geguckt. Cleopatra gibt es ja auch eine alte Fassung und so. Aber ich glaube, ich will mir das langsam mal zu Gemüte führen. Also Klassiker, richtig gute Klassiker, auch Breakfast for Tiffany. Ist es auch von Hitchcock? Nee. Auch gesehen so, aber ich bin auch ein großer Audrey Hepburn-Fan. Also ist auch ein wunderschön süßer Film. Ja, genau. Das ist so meine Kulturlinge. So einfach ein paar Klassiker mal wieder schauen. So scheiß auf Game of Thrones. So. Boah, ich bin so froh, dass die letzte Folge abgedreht ist. Nein, abgedreht ist, sondern dass sie endlich gespielt wurde. Jetzt kommt ja wohl noch eine Staffel, beziehungsweise wurde die letzte Staffel geteilt. Ja, aber jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Pause. Oh, es ist ja überall so. Und ich bin ja irgendwann in der ersten oder zweiten Staffel ausgestiegen. Irgendwie kam ich da nicht ran. Und jetzt irgendwie jeder, so dieser Hype und diese ganzen Happenings, ist schön und gut so, aber ich bin halt nicht wirklich, nicht im Sommer hänge ich nicht vom Netflix so oft. Nee, tatsächlich nicht. Naja, und vor allem halt nicht Game of Thrones. Nee, ich gucke Hitchcock. Ja, ich sehe, wir sind schon wieder weit, weit fortgeschritten. Auf jeden Fall. Eine nötige Sendung. Langsam wird mein Bett auch nicht mehr so bequem, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich muss mal irgendwie meine Beine lang. Ich habe mich, glaube ich, jetzt die ganzen 47 Minuten nicht einmal bewegt. Das hast du auch nicht. Also ich versuche hier mit meinem Bein irgendwie zu jonglieren. Liebe Zuhörer, wir sind zurück aus der Sommerpause und haben heute, glaube ich, mal eine andere Form der Sendung gemacht. So einfach. Wie fandst du das? Ich fand's super, weil einfach so sich vorher mal kurz 3 Minuten geben und dann. Ich fand's ein bisschen albern zwischendurch. Albern. Mhm. Selbstkritisch. Aber positiv. Mhm. Also ich fand uns positiv albern. Wir hatten spannende Themen, auf jeden Fall. Ich sag nur Techno. Da müssen wir jetzt mal ein ernstes Wörtchen reden. Genau, in diesem Sinne, wir sind im Doppelpack. Günstiger. Mit knusprig und cremig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Im Doppelpack günstiger.